Also ich bin Alassane Fuapon, Bundessprecher des Freundeskreises Flüchtling Solidarität. Wir kommen von weiter her und sind mittlerweile in Urlaub. Aber wie kann man Urlaub machen, wenn die Menschen sterben? Das war unsere erste Frage. Und dann haben wir entschieden, trotz Regen und diese Bedingungen, die hier zu kommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, zwischen euch zu sein. Und diese Aktion begrüßen wir so wie alle anderen Aktionen, die von Pro Asyl schon mal gemacht wurden. Das war schon mal unsere erste Qualifizierung, nachdem diese ganze Tötung im Mittelmeer entstanden ist. Dass diese GEAS von der Bundesregierung, von der sogenannten Fortschrittsregierung, eine Schande erstmal war für diese ganze Asylpolitik, die sie gestalten wollen. Nicht mit uns. Weil die Flüchtlinge sind weiterhin kein Opfer dieses Systems. Die Flüchtlinge sind selber Kämpfer und das zeichnet sich auch in unserer Bewegung als Freundeskreis, dass wir Flüchtlinge unser eigenes Schicksal in Hand nehmen wollen und unsere eigenen Kämpfe auch kämpfen wollen. Wir wollen nicht Mitleid haben, wir sind dafür nicht hier gekommen. Wir haben nicht diese Wege umsonst gehabt und gemacht, dass wir ein Stück Brötchen nehmen. Wir wollen selber in der Bäckerei arbeiten. Das ist unser Motto, dass die Flüchtlinge nicht mehr als Opfer sehen werden, sondern als richtige Kämpfer. Wenn keiner setzt sich auf ein Boot mit Mitteln in einem sehr großen Wasser, wenn er kein Ziel hat. Das Ziel muss erstmal gründlich analysiert werden. Nicht mit Gesetzen gekauft werden, nicht mit Verschärfung gekauft werden und nicht, wenn man mit faschistischer Regierung verhandelt. Nicht, wenn man in Tunesien geht. Man muss nicht in Tunesien gehen und versuchen, die Regierung, die sogenannte demokratische Regierung ist, zu kaufen, um die Flüchtlinge da zu stoppen. Das geht meistens nicht. Das hat man gesehen, wo dieser ganze Pushback geführt hat. 750 Menschen sind mittlerweile tot. Ein paar Hunderte könnten gerettet werden. Aber wo sind die anderen? Sind die verloren im Mittelmeer? Im Mittelmeer sind keine Wege. Warum trauen sie sich nicht zu sagen, 500 Menschen sind im Mittelmeer gestorben? Wenn sie wussten, genau, diese Menschen sind alle ertrunken. Wir reden von Erfahrung, denn wir haben das im Mittelmeer mehrmals gesehen, als die Flüchtlinge da ertrunken waren. Ein paar könnten gerettet werden und der Rest waren einfach tot erklärt. Erklären Sie alle diese Töten und ziehen diese Rechenschaft dazu, dass diese Asylpolitik in Deutschland erstmal gescheitert hat und auf EU-Ebene auf einer Scheitern ist. Weil ohne das können wir diese Probleme nicht lösen. Und man kann nicht die Probleme lösen mit den eigenen Ursachen, mit denen sie entstanden sind. Das könnte gar nicht klappen. Wir müssen an der Wurzel gehen. Was passiert in diesen Ländern, dass sie fliehen müssen? Das weiß man genau. Das ist Imperialismus. Erstmal. Imperialismus hat alle diese Wege hier geführt, dass die Flüchtlinge fliehen. Und mit dieser beginnenden Umweltkatastrophe, das ist nicht mehr haltbar. Und wenn man nicht jetzt schnell handelt, es wird nicht mehr Zeit geben. Deswegen, wir müssen diese Zeit nutzen und zusammenschließen und zusammen kämpfen, dass diese Kämpfe jedem je sehr wichtig jetzt ist. Wir müssen jedem je wichtig kämpfen. Das ist Zeit, dass diese Aufhören mit Jammern kommt. Wir müssen nicht mehr jammern, müssen weiter kämpfen, uns organisieren, zusammenschließen in alle Bewegungen. Deswegen begrüßen wir Pro Asyl mit diesem Aktionstag heute, weil das ist ein Weltflüchtlingstag. Heute ist der 20. Juni, ein Tag, wo die Flüchtlinge feiern müssen. Aber wir trauen leider. Wenn diese Trauer führt uns einfach zu, was wir immer gefordert haben, Menschenrechte zu respektieren. Hier sind keine Menschenrechte für diese 750 Menschen geleistet. Und so wie die Flüchtlinge, die hier in Deutschland leben, ihre Rechte war längst nicht mehr respektiert. Wenn du nicht einen EU-Pass hast, wenn du nicht eine weiße Farbe hast, wenn du nicht die Tradition aus Europa teilst, dann kannst du hier anfangen, nicht in Frieden leben. Die einen kriegen mehr und die anderen weniger. Warum ist das so? Habt ihr schon die Menschen in Klassenunterschied geteilt? Das müssen wir ja auch wissen. Aber solange wir Menschen alle sind, müssen die Menschenrechte für alle gelten
und nicht nur für ein paar privilegierte Flüchtlinge. Die Flüchtlinge müssen nicht mehr im Mittelmeer sterben. Das ist der Weg der Schande. Europa muss nicht zu einer Massengrabe sein. Europa muss die Menschenrechte für alle gewährleisten. Sie müssen die Menschenrechte respektieren. Sie müssen diese Menschen in ihre Länder in Frieden lassen. Sie müssen nicht die Krieger in diese Länder feuern auf Profit. Sie müssen endlich mal diese imperialistische Macherei stoppen. Dankeschön. Vielen Dank, Alassa, für die Worte. Wir finden, dass das auch ein sehr gutes Schlusswort ist für unsere Demonstration heute anlässlich des Weltgeflüchtetentags. Wir danken euch alle, dass ihr hier wart, trotz des Wetters. Und wenn ihr jetzt nach Hause gehen könnt, ins Warme ich auch, mit trockenen Sachen anziehen kann, gibt es viele Menschen, die das nicht können, die in den Wäldern Polen sitzen oder in geschlossenen Lagern in Griechenland.